Ja, guten Morgen und herzlich willkommen. Ja, wir machen ein neues Video. Halleluja. Wir gehen in die Ferien, wir gehen auf die Osterzeit zu. Mein Gott, ja. Und es tut sich so vieles im Außen. Die ganzen Wahrheiten werden jetzt gerade aufgedeckt. Und ja, das ist einfach befreiend und schön. Aber es sind auch zurzeit heftige Energien und mit den Energien kommen ganz viele nicht klar. Die äußern das über Zerstreutheit, Aggression und ja, einfach alles unfassbar. Aber wir sind in dieser heftigen Energie, die sich natürlich auch wieder beruhigt, ja. Aber im Moment ist es wirklich extrem. Können auch viele Körperlichkeiten, also sprich Kopfschmerzen oder eben der Körper ist so schlapp, man ist so müde, man hat keine Motivation. Also all das, macht euch keine Sorgen, das ist oft eben wegen der heftigen Energie. Ja, und wir drehen jetzt ein neues Video für den April. Ja, und ich lade es nicht am 1. April hoch, klar, ne? Aber ich glaube, das ist einfach so abgedroschen. April, April. Ja, mein Gott, Hilfe, Hilfe. Und ihr wisst ja, ich bereite nie was vor und ich will das gleich gar nicht im Video sagen. Von wegen, ne? Ich bereite nichts vor, ich lasse mich einfach führen und ich gehe einfach in die Energie rein. Und wir lassen uns überraschen, was der April uns so Schönes ins Osternest legt. Ja, schauen wir mal. Ja, aber ihr wisst, mein Ritual, das lasst mir nicht nehmen. Danke, danke, danke. Danke für das Feedback. Danke, dass ihr mich bei Facebook unter Medium Birgit anklickt. Und ja, ist einfach schön. Dieses wundervolle Feedback ist einfach total klasse. Ja, und jetzt schauen wir mal, wir machen wie immer einen Perspektivwechsel, was der April uns so bringt. Also, bis gleich. Udele, da bin ich wieder. Und jetzt sortieren wir hier erstmal. Karten sind durchgemischt, das ist alles nicht das Thema. Und, aber ich mache mir hier mal eben ein bisschen Platz, weil wir ja hier dann erstmal mit der ersten Legung für den April anfangen. Wir gucken mal, was der April uns so Schönes bringt. Ich bin mal echt gespannt. Ja. Ist ja im Moment wirklich heftig, diese Energien da draußen und da kommen ja wirklich viele überhaupt gar nicht mit klar. Und das ist ja ganz furchtbar. So, und jetzt ziehen wir mal ein bisschen hoch. Und machen heute die Tannenbaumlegung. Aber ein schräger Tannenbaum. So. Und dann gucken wir mal, was die liebe geistige Welt uns mitzuteilen hat. Eins. Zweite. Ihr wisst ja, ne? Man kann es nicht so wirklich genau, schnackgenau sagen, dass die erste, dass die zweite, ist die dritte Woche. Also einmal bin ich kein Astrologe. Das überlasse ich den Fachleuten. Und es verschiebt sich ja auch immer mal ein bisschen was, ne? Man hadert vielleicht mit einer Entscheidung oder guckt eben da nochmal. Und dann kann sich das eine von der ersten Woche in die dritte Woche oder von der zweiten in die vierte, Also das ist vollkommen normal. Aber jetzt gucken wir mal, was die Liebe uns noch so bringt. Halleluja. So, dann machen wir wieder drei Situationen. Meine Karten, die schon 100.000 drauf haben. Ui, die ist aber im hohen Bogen geflogen. Ich bin gespannt.
was die Karte uns sagen möchte. Und ihr wisst ja auch, ne, wenn euch eine Karte rausfällt aus dem Kartendeck, schiebt sie nicht einfach wieder rein. Die Karte will immer was sagen. Und ja, oftmals ist es so, dass die wieder reingeschoben werden und das ist ja nicht richtig. Die möchte ja irgendwas mitteilen. So, wir gucken hier noch bei dem Liebesorakel für die erste Situation. Für die zweite, die da rausgeflogen ist noch. Und für die dritte Situation. Und dann haben wir ja noch hier Amos Pfeil. Ja, da haben wir auch noch was. So, gucken wir mal, was Amor uns noch sagen möchte. Eine Botschaft mitgeben möchte. So, die ist es. Dann tun wir die schon mal auf Seite und Trommelwirbel. Yes! Und jetzt decken wir auf. Und ihr wisst ja, ich mache zum Schluss immer noch mal ein Foto, ne? Und für die, die Tarot legen lernen möchten, also auch da habe ich ja einen Kurs und auch da könnt ihr dann, was inklusive ist, dann mit mir per Zoom einen Termin vereinbaren und dann sprechen wir nochmal gemeinsam und dann kann ich natürlich auch in eure eigenen Themen reingehen, ist ja auch klar. So, der Sieg ist immer gut. Glänzende Idee, Kreativität ist auch immer gut. Nochmal vieles auf den Weg bringen. So, in der lieben Liebe, da sollte man mehr lernen zu vertrauen. Was natürlich immer schwer fällt, wenn man sich selber nicht vertraut. Man muss sich auch selber erstmal vertrauen, um wieder anderen vertrauen zu können, ist auch immer wichtig. Hier, da ist meine, ui, Flitterwochen, da ist meine Lieblingskarte hier, von wegen gegen die Windmühlen kämpfen. Ja, so, ja, gucken wir mal hier. Jetzt fangen wir hier aber erstmal an für den April. Also, berufliche Veränderung. Deine Lebensaufgabe löst einen segensreichen und berufliche Veränderung aus. Das ist schon mal sehr gut, weil hier auch die Karte eben liegt, neue Wege gehen. Die heißt ja auch neue Ufer, aber das heißt eben neue Wege gehen. Vielleicht auch einen Umzug planen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also seid da wirklich sehr flexibel. Und wenn ihr euch da verändern möchtet, dann bringt es auf den Weg, was eben hier ganz, ganz wichtig ist. Das heißt, Bewerbungen schreiben, gucken, meinen Marktwert im Grunde genommen mal austesten, welche Firma, wer möchte mich oder möchte ich mich selbstständig machen. Also bringt es da wirklich gut auf den Weg, weil das ist einfach sehr, sehr wichtig. Nicht so stehen bleiben. Man hat ja manchmal auch das Gefühl, boah, alles stagniert und ich bleibe stehen und ich bin nicht mehr zufrieden. Also hier ganz klar neue Wege gehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Zu den neuen Wegen gehört aber auch im April, dass die Gerechtigkeit siegen wird. Die Gerechtigkeit heißt hier wirklich, wenn ihr irgendwo in einem Arbeitsprozess seid, vor Gericht seid oder eben einen Prozess habt wegen einem Autounfall, wegen, ja, also ich hoffe ja mal nicht Nachbarschaftsstreit oder so, das sollte man immer wirklich so lösen, aber zum Beispiel auch, wenn man getrennt ist, das gehört ja auch dazu und das ist eben hier wirklich sehr, sehr wichtig. Die Gerechtigkeit wird siegen.
habt keine Angst, wenn ihr aus einer narzisstischen Beziehung kommt. Also da keine Angst haben, sondern ihr hättet es ja nicht geschafft zu gehen, wenn ihr nicht die Kraft und den Mut dazu hättet. Und das ist hier auch nochmal eine ganz klare Botschaft und ganz, ganz wichtig. Aber auch gleichzeitig, wenn ihr zum Beispiel einen Chef oder eine Chefin habt, die narzisstisch veranlagt ist, auch hier geht neue Wege. Ganz, ganz wichtig. Weil das macht einen wirklich fertig, es macht einen kaputt und das bringt euch überhaupt nichts. Also neue Wege gehen und für die berufliche Veränderung, die vielleicht auch einen neuen Job gefunden haben, wo es dann im Mai losgeht, also da funktioniert das Ganze. Dann geht es hier weiter eben in die zweite Woche. In der zweiten Woche liegt hier auch wieder Familie, viel Gefühl zeigen, viel Mitgefühl im Außen zeigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und hier liegt der Sieg und deine Gebete wurden gehört. Das heißt, geht immer in die Dankbarkeit. Wenn ihr euch was wünscht, dann wünscht ihr euch das auch noch im nächsten Jahr oder im übernächsten oder in 10 Jahren. Geht in die Dankbarkeit. In der Dankbarkeit sendet ihr es ins Feld aus und somit ist es dann da. Und das ist ganz, ganz wichtig. Immer wieder in die Dankbarkeit gehen. Und hier wird wirklich so Familie zelebriert und das ist auch sehr, sehr schön, wieder mit Gefühlen im Außen auch zu sein. Und das ist eine sehr, 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 sehr schöne Energie. Dann geht es hier eben weiter, weil es geht hier auch so ein bisschen mehr um eure emotionale Ebene. Wenn da schon viel geheilt ist in diesem 7er-Jahr, ist das wunderbar. Also löst da nicht immer wieder die Programme auf, indem ihr da die Stecknadel im Heuhaufen sucht, sondern guckt wirklich für euch, seid ihr im Frieden, seid ihr in der Mitte. In der Mitte heißt auch in der Eigenliebe sein, im Frieden mit allem zu sein, Neutralität zu bewahren. Das ist ganz, ganz wichtig hier. Ihr wisst ja, im Netz, da wird auch wahnsinnig viel Hass geschürt. Bleibt immer wirklich bei euch. Bei euch heißt, guckt über den Tellerrand, recherchiert, ganz klar. Die Wahrheiten kommen ja alle raus. Und es ist eben hier aber auch wichtig, bei sich selber immer zu bleiben, auf sich selber und seine Lieben zu gucken. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber hier ist eine sehr schöne, gefühlsbetonte Woche, sagen wir es mal so. Und dann geht es eben hier weiter mit hellsehen, glänzende Idee, berufliche Veränderung, das passt dazu. Wenn ihr vorhabt, euch wirklich zu verändern, egal, ob ihr jetzt wirklich auf die Intuition achtet und sagt, ja, ich möchte auch gerne was mit Karten machen, ich möchte auch gerne was mit Klangschalen machen, als Heiler oder, schöpft eure Möglichkeiten aus. Das ist ganz, ganz wichtig. Jede Mama, jeder Papa ist ein Heiler, weil sie ja ganz, ganz oft auch ihre Kinder verarzten, beruhigen, wenn die gefallen sind. Also das ist ja auch eine heilende Wirkung. Und deswegen, also guck da, mach da was draus. Und das ist eben hier wichtig. Hier können euch auch wirklich viele Ideen kommen. Und das ist eben für mich selber, also für euch selber, wichtig aufzuschreiben, zu gucken, was kann ich machen, ja, also guck da einfach, was gefällt mir, was sagt mir immer wieder diese wiederkehrende Botschaft und geht da wirklich rein. Also hier ist wirklich im April ist sehr stark die Kreativität im Außen, das Mitgefühl, die Kraft und hier der Prediger sagt ja auch immer wieder von wegen,
dieses im Außen, manche kennen wir ja aus der Politik, ne? Die reden sich ja teilweise um Kopf und Kragen. Also es ist unfassbar, wenn man da mal wirklich auch hinhört. Entweder ist es so rhetorisch gesehen bla bla, weil es kein Hand und kein Fuß hat und es überhaupt gar keine richtige Information rüberkommt. Oder eben dieses Rein- und Rausreden, dieses nicht dazu stehen, was sie für ein Bullshit bauen. Also es ist wirklich, ja, es ist unfassbar. Aber das ist hier auch wirklich, hört auf euch selber und hört auf eure Intuition. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Lasst euch nicht von den Mainstream da so beirren und wieder in Angst hineinpressen. Das braucht ihr nicht. Seid wirklich im Vertrauen. Und das ist eben hier, da wird wieder gepredigt, 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 im Außen, wunderbar. Aber da ist kein Hand und kein Fuß dahinter. Und da solltet ihr eben wirklich drauf achten. Ihr habt die Kraft, ihr habt den Mut. Und wenn ihr den Mut habt, etwas zu verändern, dann schaut dahin, öffnet euren eigenen Kanal wieder und dann geht das auch. Dann kommt auch die Kraft wieder aus euch heraus. In der letzten Aprilwoche hier glänzende Idee. Also viele sind ja wahrscheinlich dann schon für den Wonnemonat Mai dran mit Hochzeit, mit Planungen. Da kommt ja wieder ganz viel so an Feierlichkeiten. Und das liegt hier auch in den Vorbereitungen. Und das ist eben auch wichtig. Lasst aber auch eure Kreativität wirklich da raus und geht in eure eigenen Ideen. Und das ist eben hier auch nochmal wichtig. Kreativität, das, was ihr auf einmal Neues an euch entdeckt, durch die Energie im Moment eben auch, durch diese Transformationen, fühlt da rein, fühlt rein und diese wiederkehrenden Botschaften, macht etwas da drauf. Das ist wirklich eben hier sehr, sehr wichtig. Also, ja, der April, natürlich haben wir immer im Außen diese Machtgesteuerten, die um jeden Preis andere Menschen vorführen, die um jeden Preis gewinnen wollen. Und da sollte man auch mal hinter die Kulisse schauen. Was läuft denn da überhaupt? Ne? Wer bereichert sich denn da schon wieder an unseren Geldern, die mal eben so nett verteilt werden? Ja, also ich sag nur Ahrtal. Ahrtal, da muss noch so viel gemacht werden. Nach anderthalb Jahren ist es sehr, sehr beschämend. Und da muss man auch mal dran denken. Also hier liegt ja auch viel im Argen. Oder ich höre es auch ganz, ganz oft in Schulen oder in Kindergärten, ne, wo mal renoviert werden müssen, wo die Eltern, Hut ab, das in der Eigeninitiative machen. Und das ist schon Wahnsinn. Da kann man wirklich nur den Hut ziehen. So, aber jetzt gehen wir in die Liebe, in die drei Situationen. So, und hier geht's auch in die Flitterwochen. Hier denke stets daran, ich liebe dich. Was aber hier wichtig ist, und das passt wieder so wunderbar, hier ist ganz, ganz wichtig, auch da, geht neue Wege. Macht nicht das Gegenüber verantwortlich für euer eigenes Glück. Und das ist hier am Karma arbeiten, am Paketchen Partnerschaft arbeiten. Löst dieses Paket auf, damit es eben wirklich fließt, damit es schön ist, damit es aus dem Herzen herauskommt. Hier liegt auch der Prediger. Predigt nicht, redet nicht, sondern handelt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr immer wieder in so einer Gefühlsduselei mit euch selber seid, dann geht da bitte mal rein und fühlt da mal rein. Wo ist da mein eigenes Vertrauen? Warum habe ich Angst, wieder in mein Glück gehen zu dürfen?
Das ist auch immer ein ganz großes Thema. Wenn ich Ängste habe, dass ich glücklich sein darf und immer denke, nee, da kommt ja wieder was, da kriege ich ja wieder einen auf die Mütze, dann ist das klar, dass ich mich dann eben immer wieder zurückziehe. Und hier ist wichtig, wirklich fühlt da rein, arbeitet an dem Karma-Paketchen Partnerschaft. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und hier die Karte ist ja dazwischen rausgeflogen. Auch das passt wieder. Dieses, ne, gegen Windmühlen kämpfen. Nein, kämpft doch nicht im Außen, geht doch in euch hinein. Geht in eure Seele, fühlt da rein. Löst das auf, was euch bedrückt, sprecht darüber. Das ist ganz, ganz wichtig, weil hier in der zweiten Situation geht es eben ums Vertrauen. Ums Vertrauen und hier auch einer meiner Lieblingskarten, die Bockigkeitskarte. Nehmt doch die Hilfe von oben an. Nehmt diese Hilfe an, geht hier neue Wege. Neue Wege heißt, macht mal eine Traumatherapie, macht mal eine Hypnosereise, wie auch immer ihr das machen möchtet. Das ist eben sehr, sehr wichtig hier, um wieder in dieses auch, in dieses eigene Vertrauen zu kommen und aber eben auch der geistigen Welt, dem Universum zu vertrauen, weil hier liegt ja wirklich die religiösen Faktoren, die das Liebesleben oftmals auch verhindern. Oft ist es aber auch so, weil hier ist die Karte Zeit des Nachdenkens. Ganz oft ist es wirklich so, wenn es so sehr unterschiedlich ist und eine Familie einen nicht akzeptiert wegen der Religion, dann müsst ihr da auch reinfühlen. Das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Wir haben nur einen Himmel. Und unter diesem Himmel haben wir alle Platz. Aber man muss da auch wirklich versuchen zu verstehen. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Manchmal kann man in einer Affäre die Familie nicht verlassen, weil man eben dort gar nicht akzeptiert würde. Dann muss ich aber etwas verändern und eben neue Wege gehen. Also ganz, ganz wichtig hier. Hart nicht aus, wartet nicht 2, 3, 4, ich habe schon mehr Jahre gehört, wo die Partner oder Partnerinnen gewartet haben. Also ganz, ganz wichtig, ihr müsst dann etwas verändern, um eben auch dieses Paketchen Partnerschaft auszupacken. Ja, und hier geht es eben um die Verspieltheit, um die Hingabe in der Situation. Hier sind eben Einsamkeitsängste immer wieder. Lass dieses Leben fließen. Wenn ich immer wieder in Einsamkeitsängste, in Verlustängste gehe, dann muss ich wirklich da das auflösen, um dann eben endlich in diese Verspieltheit zu kommen. Und vielleicht spiegelt euch das Gegenüber ja diese Leichtigkeit, die euch verrückt macht, aber fühlt da mal rein. Wenn jemand so eine Leichtigkeit an den Tag legt und es fließen lässt, das macht einen selber dann irre. Ne? Dann denkt man so, boah, wie geht das nur? Wie kann das sein? Das sind die Verlustängste, die Einsamkeitsängste. Und da muss man einfach wirklich reinfühlen. Und hier liegt eben die Hingabe. Lass los und alles kann gut werden. Und genau das ist wieder, ja, es passt wieder. So, meine Lieben, das war der April. Ich bin gespannt, aber jetzt ziehe ich natürlich wie immer eine Krafttierkarte für uns alle. Da schauen wir mal. So, einmal. Und natürlich noch eine Liebes. Es ist einfach so schön. Es ist so schön. Hier kriegen wir gerade wieder die Bestätigung hier, wo ich gesagt habe mit den Themen, ne, wo ihr reingehen solltet und wirklich das aufzulösen. Wir kriegen den Frosch. Der Frosch hat die Heilung. Und jetzt machen wir noch süß. Total süße Karte, passend.
Jetzt machen wir, oh, ich sehe gerade, die Sonne scheint. Heute Morgen hat es hier mal eben noch geschneit. Ich dachte nur, ich glaube es nicht. Obwohl ich es schon hier erlebt habe im Bergischen Land, dass wir Anfang April auch schon richtig viel Schnee noch hatten. Also, es gab es schon immer. Seelengefährte. Mein Lieblingsthema. Ja, das ist dein Seelengefährte. Seelengefährte heißt ja wirklich eben auch, einmal das Paket Karma auszupacken. Und es heißt aber auch hier zum Beispiel, für uns alle eben Seelengefährte wirklich in die Seele zu gehen. Dieses männliche, weibliche zu vereinen, zu akzeptieren, zu respektieren, sich zu vereinen. Und damit kommt man ja auch in die eigene Mitte und man kommt natürlich in seine eigene Seelenliebe. Das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Ja, das war der April. Und da schauen wir mal, was uns dann wieder der Sieg bringt und die Heilung bringt. Das ist sehr gut. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles, alles Liebe, alles, alles Gute. Für die, die in Urlaub fahren, in die Osterferien, wunderschönen Urlaub, wunderschöne Ferien. Und für die, die zu Hause bleiben, macht es euch da schön. Und schaut mal, es gibt Ostermärkte und all die Sachen im Außen. Schaut da einfach mal. Und auf jeden Fall wünsche ich auf diesem Weg auch wundervolle Ostertage. Und wir hören und sehen uns bald wieder. Bis denne, alles Liebe, eure Birgit.